Siemens hat ein neues Video hochgeladen und zwar, das heißt, mein eigener Fortnite-Clan. Hashtag VVS. Ich frage mich, die erste Frage, die ich mir gestellt habe, wer will da Mitglied werden? Mein eigener Fortnite-Clan. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, was er hier vorhat. Nach über einem halben Jahr Planung ist es endlich soweit. Mache meinen eigenen Fortnite-Clan Nach über halbem Jahr Planung. Also komm. Das glaube ich nicht, Digga. Also komm. Bruder, wer plant denn einen Clan? Okay, warte. Stopp. Er hat gesagt, ein halbes Jahr Planung. Wo ist denn... Ach, sorry. Er hat noch gar keine Website für den Clan. Ist wahrscheinlich gerade noch in Arbeit nach einem halben Jahr. Aber er hat schon einen YouTube-Kanal. Das ist ja... Okay, da... Ja, stimmt. Sorry. Für einen YouTube-Kanal halbes Jahr Eröffnung ist eigentlich Stunny-mäßig. Beziehungsweise Ork auf. Wo einfach jeder von euch reinkommen kann und sein Hobby zum Beruf machen kann. Beziehungsweise neben der Schule bisschen Geld durch guten Skill in Fortnite verdienen kann. Und die meisten denken sich jetzt so, hä, das wird wieder so 0815-Clan, wie willst du denn dann Geld verdienen, bla bla bla. Ich werde von meiner eigenen Tasche an die Leute, die reinkommen werden, erstmal 1000 Euro verteilen, aus meiner eigenen Tasche, wie gesagt, und richtig krank viele Sponsoren rausholen. Zudem werde ich noch ein... Also, er will an jedes Clan mit. Also, ich sag euch erstmal eins zu dieser Clan und Orga. Ich sag euch ganz ehrlich, dieses ganze Clan-Geschichte und diese ganze Orga-Geschichte. Ich habe mit sehr, sehr vielen Leuten über diese Clans, über diese Clan-Geschichten gesprochen und über diese Orga-Geschichten. Und zwar, diese Orga-Geschichten sind ja eigentlich dafür da, um du suchst Spieler und diese Spieler spielen für dich und keine Ahnung, ja, ebenfalls clanmäßig so, weißt du, die Spieler spielen, ihr macht Verträge, man macht so richtige Verträge, aber ich sag euch, man kann nicht alle über einen Kamm scheren, aber besonders in Fortnite, man muss einfach sagen, die Spieler, die am meisten Skill haben, die sind meist sehr, sehr jung, 13, 14 Jahre, 15 Jahre und mir ist das aufgefallen in der Vergangenheit, Leute, dass die Leute, sobald die Leute irgendwie 10, 20 oder 30.000 Earnings haben, also wirklich, so ein 14-Jähriger, Leute, das muss man sich mal vorstellen, so ein 14-Jähriger hat mit Fortnite 50.000 Euro Earnings bekommen. Ich sag euch wirklich, das ist wirklich einfach, die denken auf einmal, die wären Gott. Die denken auf einmal, die wären der weiß ich nicht was, die denken wirklich, die wären die krassesten der Welt und ich kann mich mit so einen Leuten echt gar nicht identifizieren. Ich habe mit vielen Leuten wirklich aus dieser Szene gesprochen und diese Fortnite-Pro-Szene, nicht alle, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber sehr, sehr viele Leute, die da drinnen sind, leider sind es meist die Jüngeren, ganz schlimm. Leute, wirklich ganz, 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 das könnt ihr euch ja nicht vorstellen, ganz eklig. Will ich nichts mit zu tun haben, will ich gar keinen Bock drauf, deswegen, ich werde sowas nie gründen. Wo auch die ganzen Gelder an die Clan-Mitglieder gehen, dazu werde ich noch einen YouTube-Kanal machen, wo die ganzen Einnahmen auch unter den Clan-Mitgliedern aufgeteilt werden. Zudem werde ich euch auch noch zeigen, wie ihr richtig guter Influencer bzw. Fortnite-Content-Creator und Fortnite-Streamer werdet und euch so ein bisschen so Tipps und Tricks zeigen. Und dazu habe ich jetzt auch schon... Also wir fassen nochmal zusammen. Simex ist jetzt daran, er will jetzt einen Fortnite-Clan bzw. eine Orga eröffnen, die anscheinend VVS heißt. Und daran arbeitet er schon ein halbes Jahr und er hat es jetzt geschafft in diesem halben Jahr einen... Also ich muss echt sagen, krass. Also ey, ich glaube, Siemens hat gar nicht mehr geschlafen die letzten Jahre. Ich glaube wirklich, er hat das ganze letzte Jahr einfach nur noch an den Clan gearbeitet. Einfach dieses krasse Profilbild und dieses heftige Banner und dieses dicke Trailer-Video. Wow! Einfach top! Krass, ey. Da supporte ich direkt, Digga. Ich bin nicht angemeldet, schade. Ey, der muss ja wirklich... Ich kipp gleich um. Siemens, Digga, so viel Arbeit hast du reingesteckt. Und die meisten denken sich jetzt so, hä, das wird wieder so 0815-Clan, wie willst du denn dann Geld verdienen, bla bla bla. Ich werde vom... Was? Bei diesem Online-Auftritt mit eigener Webseite, eigenen YouTube-Kanal, wer sollte da denken, dass das 0815 ist? Wenn du da draußen denkst, dass das 0815 ist, dann lösch dich. Meiner eigenen Tasche an die Leute, die reinkommen werden, erstmal 1000 Euro verteilen, aus meiner eigenen Tasche, wie gesagt, und richtig krank viele Sponsoren rausholen.
Also, wir fassen zusammen. Siemens zahlt jeden Clan-Member aus eigener Tasche 1.000 Euro. Ich frage mich, wie er das schon machen will. Kann ich mir nicht vorstellen, weil dann muss es ja einen Vertrag geben. Weil überleg mal, dann könnte ja jeder x-beliebige Otto kurz mal in den Clan reingehen, sich die 1.000 Euro absneaken und wieder rausgehen. Da muss er ja Verträge haben. Und ich sag euch, so eine Verträge zu machen für so eine Orga, das ist nicht einfach so, du schreibst auf so, du kommst in meine Orga. Das sind Verträge, die Anwälte verfassen müssen. Das sind Verträge, die geprüft werden müssen, und das sind dann Verträge, die du nicht mit dem Spieler selbst abschließen musst, Leute, sondern das sind Verträge, die man mit den Eltern abschließen muss, weil wir müssen uns nichts vormachen, Leute, die meisten Leute, die cracked in Fortnite sind, sind zwischen 13 und 16 Jahre. Die Leute, das sind junge Paulberger, sagen wir jetzt einfach mal, die noch krass sind, weißt du, die sind noch schnell, die sind nicht so alt wie ich, die sind nicht so rentnermäßig unterwegs, weißt du, was ich meine? Also die Verträge kann er eh nicht mit den Personen selber abschließen, dazu muss er erstmal mit den Eltern in Kontakt treten, und die Eltern müssten quasi in Vertretung zu dem Kind das unterschreiben. Also kann ich mir bis dato irgendwie nicht vorstellen. Ich sehe immer das Gute in den Menschen, und vielleicht wird das ja doch jetzt so eine krasse Orga, wer weiß, VVS, bald irgendwann Fortnite World Cup dabei. Keine Ahnung, aber bis dato ist das einfach, weil man sieht auch nichts, ne? Er sagt, er hat ein halbes Jahr sich vorbereitet, um die ganze Sache jetzt zu releasen, und sorry, wir gucken uns das an, es gibt noch nicht mal eine Webseite, es gibt nicht mal einen Kanal-Trailer, es gibt gar nichts. Wo ist denn hier jetzt das Krasse? Er hat es noch nicht mal geschafft, ein Profilbild beziehungsweise sich einen Banner erstellen zu lassen. Und das wollte ich gerade auch sagen, ich weiß nicht, wie viele Leute so normalerweise in der Orga drin sind, aber ich denke mal, 5, 6, 7 Leute werden bestimmt in die Orga reingehen. Müssen wahrscheinlich auch, weil man muss ja auch gucken, Training, manche Leute setzen aus, König, Dings, die müssen auch daran performen, sonst was, und ich weiß nicht. Also das sind auch schon mal 5.000, 6.000 Euro, die er da raushaut. Er hat natürlich jetzt, sag ich mal, nicht so eine schlechten Klicks, die wird er sich wahrscheinlich auch mit der YouTube-Werbung finanzieren können. Aber auch, dass er noch gar keine Sponsoren hat, noch gar nichts hat, so, ich weiß nicht. Also sorry, für mich sieht's aktuell 0815 aus. Werde ich noch einen Creator-Code arrangieren, der nur für den Clan ist, wo auch die ganzen Gelder an die Clan-Mitglieder gehen. Dazu werde ich noch einen YouTube-Kanal machen, wo die ganzen Einnahmen auch unter den Clan-Mitgliedern aufgeteilt werden. Zudem werde ich euch auch noch zeigen, wie ihr richtig guter Influencer bzw. Fortnite-Content-Creator und Fortnite-Streamer werdet. Ja, sorry, also zu dem letzten Teil müssen wir nichts sagen. Ich weiß nicht, was er seinen Clan-Mitgliedern denn er zeigen will. Irgendwie spiele mit Corona-Kranken und mache 20er-Bomb und tanze dabei noch fröhlich den L-Dance oder so. Ich habe keine Ahnung, welchen Tipps er da den Content-Creator weitergeben soll. Finde ich natürlich eine gute Sache, dass er da so ein bisschen seine Erfahrung mit YouTube weitergeben will, aber man muss ja auch sagen, wir können ja auch über Siemens schlecht reden, wie man will. Siemens hat auch einige Videos, die sind nicht schlecht, die sind in Ordnung, die kann man sich reinziehen, die finde ich auch nicht schlecht gecuttet, da gibt er sich Mühe. Aber wir wissen ja alles, was da auch vorgefallen ist in Vergangenheit, und auch diese ganzen Gewinnspiele, die er dann gefaked hat und was denn aufgeklärt worden ist. Keine Ahnung, ne? Das ist natürlich dann doof. Ja, das in jedem Titel OG-Skin reinpacken. Ja gut, wir müssen uns über Titel jetzt nicht streiten. Ich habe manchmal auch nicht die absolut besten Titel, ne? Da will ich ihn auch gar nicht reinreden, aber ab und zu der Content, ja. Aber man muss sagen, ich will einfach nicht alles negativ reden, weil viele Leute stecken ihn durch diese eine Geschichte jetzt doll in diese Negativschublade. Er hat auch gute Videos, ja, das könnt ihr sagen, was ihr wollt, auch wenn ich echt die Sympathie zu Siemex echt ein bisschen verloren habe, aber er hat auch einige Videos, die man sich reinziehen kann, aber sehr wenige leider. Bei dem kleinen Kollegen, ja, ich bin da auch sehr, sehr skeptisch, weil schon so viele Sachen aufgedeckt worden sind, die einfach nicht richtig gelaufen sind. Ich bin gespannt, was er noch sagt, ich will jetzt auch nicht hier 10 Minuten jetzt schon reden, ja. Tipps und Tricks zeigen. Und dazu habe ich jetzt auch schon den ersten Member vom VVS-Clan, weil der Clan wird auf jeden Fall VVS heißen. Ihr wisst doch so, Reinheit von den Diamanten, und VVS hört sich auf jeden Fall richtig fresh an. Auf jeden Fall habe ich den ersten Member am Start, und das ist Briff. Er hat schon 8.000 Euro Earnings, und ich habe jetzt seinen Kanal innerhalb der ersten 2 Wochen. Das Ding, sorry, wenn ich jetzt nochmal unterbrechen muss, aber ich frage mich auch, aus welcher Intention er das macht. Weil er gibt jedem Clan-Member 1.000 Euro. Die YouTube-Einnahmen von dem Kanal werden an die Clan-Member ausgezahlt. Er macht ja nur noch fett Minus, Digga. Irgendwann gar kein Cash mehr. So wird es nämlich bald sein. Durch meine Tipps und Tricks hat er jetzt schon über 12.000 Abonnenten, und seine Videos machen konstant 10.000 bis 20.000 Aufrufe. Stopp, jetzt muss ich einfach mal gucken hier.
Ja, ich muss sagen, jetzt, ich kenne den Kanal nicht, aber die Thumbnails sind auf jeden Fall schon mal ordentlich, hier ein bisschen dunkel, ein bisschen mehr Kontrast, sehr, sehr dunkel noch gehalten. Aber die Thumbnails, so die Aufmachung, finde ich jetzt auf den ersten Blick, muss ich sagen, nichts Schlimmes, ne? Sieht solide aus und ich glaube auch, dass er durch die Vorschaubilder, also diese Thumbnails hier und auch eventuell durch die Titelwahl, dementsprechend auch die Reichweite aufgebaut hat. Und ich denke mal, da kann Siemens schon gut helfen. Ja, okay. Wir können uns ja eventuell auch gleich mal ein Video reinziehen, aber ich denke mal, er wird schon ein krasser Spieler sein. 8.000 Dollar ist schon ordentlich, ne? Ich frage auch gleich, wie viel Geld er damit verdient. Aber Bro, sag jetzt erstmal du deine Meinung dazu und was du von der ganzen Sache hältst und zu deinem YouTube-Kanal. Hau einfach raus, Bruder. So, ich sehe den Leuten schon das Potenzial so mäßig, ob die Earnings holen können, auch wenn die nicht so viel haben, zum Beispiel so, die kommen in den Clan, haben nur 200 Dollar Earnings, aber ich sehe so, die haben das Potenzial, so, weil ich habe ja 8k Earnings und die haben das Potenzial auch so, um die, also in die Richtung zu gehen mit den Earnings. Ey, ich finde das so cringe, ne, Leute, ich sag euch ganz ehrlich, nichts gegen den Typen jetzt, aber das ist in dieser Szene wirklich so, ich habe das schon so oft mitbekommen, das geht bei diesen 13, 14, 15, 16-Jährigen nicht mehr darum, wie lang der Penis ist, sondern da geht es darum, wie viel Earnings du hast, weißt du? Damals ging es irgendwie darum, wer das krasseste Handy hat. Heute geht es darum, wer die meisten Earnings hat. Wer den längsten in der Hose hat. So, dass dieser Schwanzvergleich. Das ist doch widerlich, Digga. Das ist so eklig, Digga. Also, wirklich, Digga. Das ist auch, ich sag euch ganz ehrlich, Leute, ich war auch damals ein kleiner YouTuber gewesen. Ich hatte damals, was heißt kleiner, ich hatte da 200.000 Abonnenten gehabt. Und da kam ein gewisser Minecraft-YouTuber namens Logo, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der kam zu uns da waren wir gerade in so einer Lounge gewesen. Und da kommt der so rein, er sagt noch nicht mal Hallo. Er kommt rein und fragt den so, wer denn hier die meisten Abonnenten hat. Digga, der Typ war für mich direkt unten durch. Direkt, er war cringe, Digga. Da hätte ich ihm direkt an diesen Backpfeife gegeben. Ich sag die Real Talk so, ne? Und so ist das bei den 13, 14-Jährigen auch so, Digga. Wenn du da keine Earnings hast, wirst du da nicht anerkannt. Das ist so traurig, Digga. Leute, lasst euch so eine Scheiße nicht einreden. Ich sag euch ganz ehrlich, das ist scheißegal, ob ihr Earnings in Fortnite habt, ja oder nein. Das ist, Digga, da könnt ihr euch Earnings-Pfandflaschen auch sammeln. Das ist sowas von egal, ja. Bitte, Leute, das soll euch Spaß machen. Ihr sollt einfach Fortnite oder allgemein Computer oder Playstation spielen, weil ihr Spaß daran habt und nicht euch irgendwie damit Earnings meschen. Das ist einfach nur cringe und richtig eklig und peinlich, Alter. Also, wenn ihr mal zu mir ankommt und mir sagt, ich hab 10.000 Euro Earnings, ich hab 10.000 Euro Earnings in Fortnite, ich bin besser wie du. Digga, dann kriegt ihr direkt den Bann. Und dann setze ich mich in mein Lambo rein und fahre nochmal über euch rüber. Dann geht mir nicht auf den Sack, Alter. Ich zeige dir so Tipps und Tricks, wie die in Solo besser placen, wie die generell besser Team spielen. Heißt, wenn ihr ein guter Spieler seid und auch wirklich richtig viel Potenzial habt, dann werden das Briff oder entweder ich auch erkennen und euch nicht nur so mäßig im Pro-Bereich weiterhelfen mit Briff, sondern ich kann euch dann auch noch so in Bereichen mit Social Media, so YouTube und Twitch, nicht nur pushen, sondern auch weiterhelfen und euch zeigen, wie ihr damit euer eigenes Geld verdienen könnt und auch groß rauskommen könnt. Heißt, wir bieten euch nicht nur einen Mehrwert, mit quasi, dass ihr mit Fortnite mehr Geld verdienen könnt. Wir wollen dadurch nicht Leute anziehen, die geldgeil sind, sondern wir wollen euch einfach nur zeigen, dass wir das wirklich ernst meinen und auch wirklich in der deutschen Fortnite-Szene etwas reißen wollen. Und ich finde das ja cool, dass sie jetzt hier irgendwie was reißen wollen. Ich weiß auch, ich sag euch Leute, ich habe letztens noch so ein bisschen enjoyed im Discord die ganzen alten Zeiten. Ich sag euch ganz ehrlich, ich bin ja auch mit YouTube groß geworden. Und ich bin damals, bevor ich noch YouTube gemacht habe, habe ich mir Leute reingezogen, so wie ApoRed, Digga, Marcel Scorpion, die da ihren Clan gemacht haben, hier Apokalypto-Clan und Impact-Clan und wie sie alle hießen. Leute, diese Zeiten, die habe ich so enjoyed, das war einfach so nice gewesen. Red damals noch seine LMG-Videos hochgeladen hat auf YouTube und seine Nuklearster gemacht hat, das war so nice gewesen. Man kann damit echt viel so im deutschsprachigen Raum machen, aber er erzählt mir irgendwie was von einer halben Jahr Planung, dann gucke ich an, es gibt keinen richtigen Kanal, es gibt kein Kanalvideo, es gibt keine Website, es gibt gar nichts. Also sorry, wir müssen dann verarschen hier. Und talentierten Spielern, so die normalerweise niemals die Chance bekommen hätten, so einfach eine Chance geben will. Und falls ihr denkt, okay, ihr habt das Zeug dazu, dann ladet, wie gesagt, eine Bewerbung mit dem Hashtag VVS hoch. Die Bewerbung soll allerhöchstens 2 bis 3 Minuten gehen. Idee dahinter, muss ich sagen, finde ich jetzt nicht so schlecht. Ich weiß aber jetzt schon, dass sie scheitern wird, weil, glaubt mir, bei so einer Orga, da steckt
das zu leiten, das zu machen, da steckt so viel hinter, das wird er niemals packen. No disrespect an Siemens. Ich selber würde das selbst auch nicht packen, weil ich einfach weiß, was alles dahinter steckt. Da braucht man noch viel, viel mehr Leute, wenn man das wirklich krass aufziehen will. Für mich sieht das gerade so aus. Gut, er will mit diesem VVS-Clan jetzt ein bisschen Content machen, ein paar Klicks ziehen, sich schön die Highlight-Videos von den Bewerbern reinballern, schön YouTube-Videos ballern. Und so sieht's für mich gerade aus. Ist natürlich auch cool für die Leute, sag ich mal, die nicht so viel Reichweite haben, können damit auch dementsprechend ihre Reichweite aufbauen. Das finde ich gut, aber... Naja. Extrem heftig sein, weil Creative Clips so bewerten Briff und ich nicht so hoch. Und wie gesagt, es kann sich wirklich jeder bewerben. Und ich werde, denke ich mal, auch Content Creator in den Clan nehmen. Und ich sag euch ehrlich, ihr wisst doch selber, wenn ich irgendetwas durchziehe, dann ziehe ich das auch so lange durch, bis ich an mein Ziel gekommen bin. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr Vertrauen darin habt und motiviert seid, macht einfach eine Bewerbung. Also Prediction, den Clan wird es nicht länger als 2 Monate geben. Wenn ihr zum Beispiel auch nicht die Intention habt, in den Clan zu kommen und einfach nur Aufmerksamkeit haben wollt, dann macht, wie gesagt, eine Bewerbung mit dem Hashtag VVS. Ich werde es dann auf jeden Fall auch so machen, dass wenn ihr den Clan gut vertreten werdet in Turnieren, also jeder wird dann vor seinem Namen VVS stehen haben, also VVS kleingeschrieben oder großgeschrieben, müssen wir uns auf jeden Fall auch noch überlegen. Wir werden auf jeden Fall auch noch einen Discord erstellen. Ich will euch nur noch mal an die Hype. Er arbeitet an diesem Clan jetzt schon ein halbes Jahr. Ich glaube, er muss Tag und Nacht durchgearbeitet haben. Wenn ihr dann zum Beispiel Top 100 placed, aber es nur Top 10 Earnings gibt, werden wir es dann auf jeden Fall so machen, dass ihr trotzdem eine Prämie, also trotzdem Geld bekommen werdet, also trotzdem Earnings holt, weil ihr den Namen quasi, beziehungsweise den Clan, so gut repräsentiert habt. Und dann werde ich aus meiner eigenen Tasche oder durch die Sponsoren, bekommt ihr dann quasi nochmal Geld, heißt Prämien. Digga, das Ding ist einfach, Siemens verdient mehr Kohle wie ich, so viel wie der raushauen kann, ne? Einer mit richtig krankem Potenzial in unserem Clan ist und wir den zum Beispiel nicht an einer anderen Orga verlieren wollen, so, dann wäre ich auch bereit dazu, einen Vertrag zu machen, wo derjenige so quasi unter Vertrag ist, seinen festen Betrag bekommt. Wie macht er das denn mit den Leuten? Also jeder, der reinkommt, der krass ist, kriegt dann einfach so 1000 Euro. Ohne Vertrag. Ohne Vertrag kriegt er 1000 Euro. Also das kannst du ja den Storch erzählen. Und halt einfach durchs Fortnite spielen und für den Clan, wenn ich sogar, vertraut mir, wir werden die ganze Geschichte so groß aufziehen, dass es am Ende eine angesehene Orga wird. Ihr wisst doch selber, wenn ich eine Sache durchziehe und mir eine Sache vornehme, wie oft habe ich euch schon enttäuscht? So, ich habe so YouTube-Kanal komplett durchgezogen, wir sind jetzt schon über 500.000 Leute, so Pro-Player-mäßig. Da kann man sagen, man kann sich über den Content streiten, aber Videos technisch haut er raus, ne? Also Videos hier, ich glaube, er macht Daily Upload. Daily Upload, jeder, der weiß, was Daily Upload heißt oder der auch regelmäßig YouTube macht, das ist schon nicht ohne. Aber das ist eigentlich auch das Einzige, was man hier erwähnen kann. Und vertraut mir, es wird eine richtig heftige Zeit mit der Bewerbungsphase, weil wie gesagt, jeder aus der Community bekommt die Chance und kann sich bewerben, egal ob PC-Spieler, PS4-Spieler, Handy-Spieler. Da ist schon meiner Meinung nach fast der Fehler. Handy oder PS4-Spieler. Was wollen die in der Orga, sag ich jetzt mal? Weil die meisten PS4-Spieler können einfach nicht mit PC-Spielern mithalten. Ist einfach so. Vertraut mir, wenn ihr in den Clan kommt und competitive-mäßig es nicht reichen sollte, werdet ihr YouTube-technisch euch was für die Zukunft aufbauen. Und ich glaube, das ist für viele Fortnite-Spieler, vor allem in ganz Deutschland, wie gesagt, sagt es euren Freunden weiter, die gut in Fortnite sind oder krasse YouTube-Videos machen oder allgemein ein guter Twitch-Streamer eurer Meinung sind. Die sollen sich einfach bewerben. YouTube-Video mit Hashtag VVS, VVS, steht aber auch im Titel. Ich küsse euer Herz. Danke, dass ihr das alles ermöglicht. Ich will euch mit diesem Clan etwas zurückgeben und vor allem den krassen Spielern in Deutschland auch eine Möglichkeit bieten, um wirklich den Leuten, die sich zum Beispiel kein PC leisten können, auch eine Chance geben, weil wie gesagt, es können sich auch PS4-Spieler für den Clan bewerben, beziehungsweise auch... Also seid mir nicht böse, Leute, ich finde die Idee dahinter prinzipiell, wenn das jetzt nicht unbedingt Siemens wäre, finde ich gar nicht so schlecht, finde ich in Ordnung, ist eine gute Idee, einfach besonders, man kann damit auch halt kleineren Content-Creatern helfen, die groß rauszubringen. Ey, ich muss sagen, ich weiß auch nicht, Leute, mich hat das Video irgendwie wieder unterhalten. Mich hat das einfach unterhalten. Einfach wieder lustig, was Siemens hier von sich gegeben hat. Das hat mich einfach gefreut. Ja, ich helfe dir kurz. Ich muss sagen, ich bin gespannt, was das wird. Ich werde das auf jeden Fall sehr, sehr gespannt mitverfolgen.